Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, Notre Dame wird für 5 bis 6 Jahre geschlossen. Im Anschluss an das erste Kabinettstreffen nach der Brandkatastrophe äußert sich der französische Premierminister Philippe zu Notre Dame. Für den Wiederaufbau der gotischen Kathedrale wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Notre Dame wird 5 bis 6 Jahre geschlossen bleiben. Das gab der Bischof 2 Tage nach dem Ausbruch des Großbrandes bekannt. Ein Teilbereich des Gebäudes sei sehr geschwächt worden. Es sei noch unklar, was die 67 Beschäftigten der Kathedrale in der Zukunft machen werden. Im Dach der gotischen Kirche war am Montag ein Feuer ausgebrochen, das fast den gesamten Dachstuhl verzehrte und beinahe das ganze Gebäude vernichtet hätte. Der im 19. Jahrhundert gebaute Vierringsturm brach zusammen. Die meisten religiösen und künstlerischen Schätze konnten gerettet werden. Für den Wiederaufbau werde ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, sagte der französische Premierminister nach einer Kabinettssitzung. Der Turm sollte nach Techniken und Herausforderungen unserer Zeit gewachsen sein. Macron mit vollmundigen Versprechen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Dienstagabend bei einem Fernsehauftritt versprochen, wir werden die Kathedrale noch schöner als zuvor wieder aufbauen und ich will, dass das in 5 Jahren geschafft ist. Experten halten diesen Zeitplan für sehr ehrgeizig. Der Regierungsbeauftragte für das kulturelle Erbe geht von 10 bis 20 Jahren aus. Der Handwerksverband erklärte, es fehle an Fachkräften, vor allem an Steinmetzen, Zimmerleuten, Dachdeckern, um das gotische Gotteshaus aus dem 12. Jahrhundert vollständig zu restaurieren. Für den Wiederaufbau der stark beschädigten Kirche gingen Spendenzusagen von mehr als 800 Millionen Euro ein, der Großteil von französischen Luxuskonzernen. Eine Milliardärsfamilie kündigte an, auf eine Steuerreduzierung ihrer Spende von 100 Millionen zu verzichten. In Frankreich war Kritik laut geworden, die Reichen nutzen die Gaben für eigennützige Zwecke.